Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, zu einer neuen Folge vom Let's Play. Wobei, nachdem letzte Folge ja ein Special war, diese Folge auch wieder ein Special ist, weil ich habe nämlich gestern nach der Aufnahmesession etwas sehr Verrücktes gemacht. Und zwar muss ich euch mal ganz kurz zeigen, Samsung A3 ist ein relativ altes Handy. Das hier ist betagt, ist alt und auch schon repariert, weil der Akku, der da drin war, geschwollen war und ich dementsprechend die Rückklappe aufmachen musste und geht jetzt nicht mehr ganz zu. Da ist eine schöne Lücke, seht ihr wahrscheinlich gar nicht in der Kamera, aber der schwarze Rand, der da ist, ist normalerweise gar nicht schwarz, dass es von der keine Lücke ist. Und mir kam gestern so die Idee, ja, eigentlich könnte man ja auch hier drauf, kann man ja MyTest ausführen. Ne? Es gibt ja eine MyTest-App, warum öffnet sich jetzt irgendeine andere App? Geh mal weg, geh mal kacken. Und dementsprechend habe ich hier MyTest drauf installiert, ganz normal über Play Store kann man das machen. Ich habe es über App Pure gemacht, also ne, und dann einfach MyTest und landest du direkt auf der Seite für MyTest. Hier gibt es auch die aktuelle Version 5.8, wie man gerade gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ob bei Google Play, ob da die aktuelle Version draußen ist. Ich glaube, die hängen immer ein bisschen hinterher. Aber auf jeden Fall ist es bei APK Pio, ist es halt die aktuelle Version. Ich habe es über APK Pio gemacht, weil ich habe hier kein Google Play drauf, weil das Ding nicht mit dem Google-Konto verbunden ist. Und da lässt sich halt Google Play nicht starten, da brauchst du ein Konto für. Lange Rede gar keinen Sinn. Ich habe auf jeden Fall hier dann halt MyTest drauf installiert, habe eine Welt erstellt und habe quasi meinen Creative-Server, den ich habe, komplett hier raufgepackt. Also nicht die Map, die wäre viel zu groß, die hat jetzt ungefähr 30 GB oder so, oder waren 20, irgendwie so in der Größenordnung auf jeden Fall. Das reicht ja nicht aus, aber abgesehen von der Map habe ich alles andere hier drauf. Also quasi so, wie als wenn der Server komplett zurückgesetzt worden wäre. Alle Mods sind drauf, alles funktioniert, nur die Map ist halt noch jungfräulich. Und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Das Ding braucht ewig. Ich kann mal ganz kurz hier Bildschirm! Kamera 3. Ja. So. Ich habe jetzt hier lässert nicht mal meine Apps. Bitte. Oh, aua. Kann ich die Kamera einfach abnehmen? Aber bei nee, macht sich so wahrscheinlich sogar besser. Hey. Hey. Warum bist du so locker? Hey, warum fällst du runter? Ach man, Nacken, du willst einmal was zeigen und alle sterben. So, jetzt, das sieht schon besser aus. Wow. Handy is coming. Los, stell scharf. Aha. So, da ist mein Test. Ah ja, jetzt hat er scharf gestellt. Starten wir mal. Oh. Da hat man den Creative-Server drauf. Und der ist genauso eingerichtet wie, wie gesagt, mein richtiger German Creative-Server. Das heißt, wenn man bei Mods ausfüllen rauf geht, sieht man eine. Na Gott. Habe ich mal gesagt, dass die Steuerung bei Android kacke ist? So. Eine ganz lange Liste. Und das sind nicht mal alle Mods, das sind nur die Standard-Mods. Die Creative-Server-Spezial-Mods sind ja in dem World-Mods-Ordner hinterlegt. Aber ihr könnt mir glauben, hier sind alle Mods drauf, die auf meinem Creative-Server auch drauf sind. Und wenn ich jetzt sage, scharf stellen. Hallo. Vergrößern, scharf stellen. Vergrößern, scharf stellen. Danke. Wenn ich jetzt sage, Spiel hosten, kann ich die Kamera ein bisschen. Ja. So ist gut. Das dauert eine halbe Ewigkeit.
Und es dauert wirklich, wirklich sehr, sehr lange. Weil ich meine, auf meinem leistungsstarken Laptop dauert das Hochstarten des Servers alleine schon mehr als 10 Sekunden. Das heißt, auf dem Handy, was ja uralt ist, wie gesagt, von 2017, und das ist ein fucking Handy, dauert das Ganze also nochmal länger. Aber eventually startet das Ding irgendwann. Übrigens habe ich oben rechts den CPU-Auslastung eingeblendet. Auch wenn ich da nicht wirklich schlau draus werde. Weil er zeigt immer nur COM Android System UI an. Was ja irgendwie nicht ganz stimmen kann. Von daher habe ich keinen Plan, was der mir da überhaupt anzeigt. Aber ansonsten die drei Zahlen, die da sind, also dieses 3,43, 3,5 und 3,77, ist System Load over Time. Ich glaube, der linke Wert ist für die letzte Minute oder die letzten paar Sekunden. Dann ist der mittlere Wert für die letzten 5 Minuten. Und der letzte Wert, also der rechte Wert, ist dann für die letzten x Minuten, also 15 Minuten oder irgendwie sowas. Ich kenne gerade die Zeiten nicht mehr auswendig, aber ist halt, damit man besser den Verlauf der CPU-Load überwachen kann. Ja, man merkt schon, also das Server hochfahren dauert auf dem Handy echt lange. Und ich hätte halt auch gedacht, dass der Server so schwergewichtig wie er ist, tatsächlich halt gar nicht drauf läuft, weil der Arbeitsspeicher zu klein ist. Ich glaube, das Ding hat, kann ich umstellen? Nee, lieber nicht, sonst sieht ihr nicht mehr, wie das Ding hochfährt. Sonst glaubt mir wieder keiner. Na komm, starte. Ah, das dauert aber. Ich hoffe, ihr habt einen Timer nebenbei laufen. Habe ich nämlich jetzt gar nicht geguckt. Könnte ich da mal gucken, wie lange das Ding da eigentlich zum Hochfahren braucht. Und ich dachte mir halt, in dem Moment, wo ich das Ding gesehen habe, irgendwann muss das Ding einfach abstürzen. Ich dachte erst, das Ding funktioniert gar nicht oder das Handy explodiert. Es wird auch merklich warm. Noch ist er kalt, weil der die ganze Zeit gerade aus war. Aber du merkst schon, dass es auf der Seite, wo die CPU ist, jetzt schon wärmer ist als auf der anderen Seite. Hier ist es noch, unten ist es noch richtig kalt. Hier oben wird es schon handwarm. Also das Handy hat schon ordentlich zu tun dabei. Gott. Oh, okay, das Ding kam gestern nicht. Ich drück mal auf Warten. Ach, das dauert. Hat gestern genauso lange gedauert? Puh, ich weiß nicht. Ich habe nie bei Videos geguckt. Da war mein Zeitgefühl ein bisschen beschäftigt. Aber ernsthaft, man müsste doch wirklich fast denken, der Handy stirbt gerade, oder? Ich meine, habt ihr schon mal solche Ladezeiten für einen Server gesehen? Aber es geht weiter. Tada! Er verbindet sich das natürlich auch, weil ist ja, ne, ist ja die App. Das heißt, das Handy selber versucht jetzt auch eine Verbindung zum Server aufzubauen. Und selbst das funktioniert. Es ist einfach so krank. Es ist so krank, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Na komm, komm. Medien dauert nicht so lange, weil habe ich ja, ne, wie gesagt, der lief ja gestern Abend schon. Das heißt, die ganzen Sachen sind schon alle gecached. Er muss ich nur noch aus dem Cache laden. Alter, langsam tut aber meine Hand weh. Boah. So, Blöcke installieren. Ja. Alter, wie lange das alles dauert. Und dass es aber trotzdem schafft. Ich würde auf dem kleinen Ding jetzt gerne mal Hardtop ausführen. Bumm. Und wir sind in meinem Creator-Server. Yay. Jetzt natürlich nicht als Walker Console, sondern als Walker Mobile. Ganz klar. So, ich mache jetzt mal die Kamera wieder weg hier. So. Achso. Erstmal wieder. Kamera hier. So. Voilà.
So, ich habe mal wieder um hier auf. Du war das jetzt? Okay, nein. Das da. So. Genau, wie gesagt, das Ding hat ich weiß gar nicht, ne, damit ihr mal wisst, wie alt das Ding ist. Es hat 1,6 GHz A53. Also uralt. Wie gesagt, der Handy ist ja von 2017. Also, und es war auch damals schon kein High-End-Modell, sondern ein Einstiegsmodell, soweit ich weiß. So, jetzt gucken wir jetzt mal ganz zu gucken hier. Ich muss mal kurz auf meine Fritzbox. So. Wir sind drin. Wir sind bei Heimnetzwerk und Netzwerk. So. Das Handy hat die Adresse von 123. Das ist gut. Das ist alles, was wir wissen brauchen. Gleiche IP wie gestern. Also ich wusste sie bereits. So, jetzt gehen wir mal rauf. Hier ist sie natürlich bereits schon drinne. Da. Und dann treten wir einfach mal bei. Habe ich da überhaupt ein Passwort? Ne, habe ich nicht. Okay. Und wie ihr seht, wir sind online. Als Beweis, dass ich auch wirklich damit verbunden bin, seht ihr dort oben die weiße Schrift? Walker ist dem Spiel beigetreten. Tada! Und ich sehe ja auch, bei dem Server jetzt hier hinten, sieht man schon, Walker Mobile. Also wir sind im Spiel und wie gesagt, wenn wir rumlaufen, der kommt auch mit dem Generieren der Welt echt gut hinterher. Ich komme ab und zu, wenn ich rumlaufe, an den Rand der Welt, aber es dauert nicht allzu lange, als dass es dann weiter generiert. Und wie gesagt, das ist ja Full-Fledged Creative Server mit all seinen fucking Mods drauf. Mit der Technics-Mod. Was ist da, braucht der ewig für? Komm schon. Achso, hat er schon gemacht. Wow. Genau, mit der Technics-Mod. Mit der Mesecon-Mod. Mit der Pipeworks-Mod. Und die. Also habe ich überhaupt Zeitprivileg? Ja, doch, habe ich. Und die Mod, die wahrscheinlich am meisten CPU-Last zieht. Plant Life. Also, der komplett kranke Server von mir, wo haufenweise Scheiße drauf ist, läuft auf einem fucking Handy von vor 7 Jahren. Wie gesagt, das Handy läuft am Limit, muss man dazu sagen. Ne? Wenn man es anfasst, man merkt schon, dass es warm wird. Ich denke mal, der Akku wird auch sehr schnell leer gelutscht. Also, wenn man vorhat, einen MyTest-Server über ein Handy zu betreiben, sollte man das Ding aber schon am Ladegerät lassen. I guess. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Siehst du, wir können ja mal hier on the fly. Genau, erstmal hier gucken, ne? Wie schnell er hinterherkommt, mit die Welt aufzubauen. So, hier ist jetzt Ende. Aber wie gesagt, sobald man da steht, er kommt relativ gut hinterher. Da. Er kommt relativ gut hinterher, weiter aufzubauen. Das heißt, man muss nicht allzu lange warten. Es ist ein bisschen langsamer, als man selber zu Fuß ist, aber es geht halt. Wenn ich das mal mit der Leistung vom Raspberry Pi vergleiche zum Beispiel, der kommt mit meinem Creative Server gar nicht klar. So, wenn ich den auf meinem Raspberry Pi laufen lasse, also auf dem 1er oder 2er Modell, keine Chance. Hier ist das tatsächlich spielbar. Du kannst hiermit wirklich. Ne, du musst natürlich erstmal warten, bis die Welt generiert ist. Das dauert immer lange. Aber wenn du halt bei einem Stückchen Erde bist, wo bereits alles generiert ist. Holy shit. So, jetzt machen wir ganz kurz hier. Damit man nochmal einen Beweis hat. Geht ja auch. Wir gehen mal zum Spawn. Ach scheiße, der Spawn ist hier noch unter der Erde. Flugmodus aktivieren. Tada, da ist der Spieler vom Handy.
Habe ich mir Gift gegeben? Oh Mann. Ah, das Handy ist schon echt schon am struggeln. Hi. Ah, ja. So, gib mir mal davon eins. Ach schon, ich habe sogar das Nachfüllfeld, also habe ich wahrscheinlich Gift. Hey, komm! Kann man hiermit eigentlich noch Werkzeuge reparieren? Hab ich doch gar nicht nachgeguckt. Wäre mal ganz interessant. Oh ja. Ich glaube, da habe ich zu viel mit einmal gemacht. Ah, ja. Jetzt können wir mal gucken hier. Nochmal ein Beweis. Ich töte jetzt live on cam den Server. Ungefähr. Tada, die sind gestorben. Also, ist wirklich das Handy, auf dem ich da gerade spiele. Ne? Damit da nicht irgendwelcher Kopf. Oh, das ist doch bestimmt. Du hast dich doch bestimmt mit dem ganz anderen Server verbunden. Mm, auf dem Handy, das geht doch nie im Leben. Bei deinen 30.000 Mods. Es ist einfach krank. Es geht. What the actually fuck? So, einmal wiederbeleben. Ah. Es ist so geil. Es ist einfach so krank, dass das Ganze funktioniert. Ja, so, dann beende ich hier mal wieder. Hauptmenü. Heruntergefahren. Ah, Server Shutting Down. Woher kommt das nur? Ja, also es ist tatsächlich möglich. Problem, was man natürlich hat, ne, wenn man jetzt einen öffentlichen Server hosten möchte. Erstens sollte man das vielleicht nicht mit so vielen Mods machen, wie ich gerade gemacht habe. Dann können auch vielleicht ein paar mehr als 0 Spieler drauf spielen. Und vor allem hat man natürlich mit dem Handy Probleme, wenn du dann natürlich über Breitband verbunden bist, also über mobile Daten. Dann kriegst du wahrscheinlich nicht so sehr eine feste IP vom Handy, vom Mobilanbieter zugewiesen. Und ich weiß nicht, ob sowas wie DDNS fürs Handy gibt's. Also hier dieses dynamische DNS-Dings, wo du dir quasi deine IP immer wieder aktualisieren kannst. Ich weiß nicht, ob so eine App fürs Handy gibt's. Wenn ja, könnte man es wahrscheinlich wirklich sogar machen. Du brauchst halt aber wahrscheinlich trotzdem beim Provider eben. Ich weiß nicht, wie es mit dem Port-Forwarding läuft. Also ich glaube, einen öffentlichen Server zu hosten wird schwierig mit dem Handy. Aber auf jeden Fall so ein Server für deine Familie oder für dich alleine, also alles innerhalb deines eigenen Netzwerkes, problemlos möglich. Und wenn du jetzt so solche leichtgewichtigen Sachen machst, wie, weiß ich, sowas wie mein Vanilla-Server, wo halt kaum Mods drauf sind, also kaum Mods, die viel Leistung ziehen, ist das halt überhaupt kein Problem. Und wenn du ein einigermaßen aktuelleres Handy nimmst, also alles, was nach 2000 kommt, hast halt noch weniger Probleme, so. Ja, naja, zum Runterfahren braucht er auch echt eine Ewigkeit. Jetzt immer noch beim Herunterfahren. Ist schon ein bisschen krank. Ja, es ist schon alles ein wenig krank. So. Genau. Wir wollen jetzt aber endlich mal hier das weitermachen, was ich schon seit Jahren sage. Und zwar mal mit unserem Let's Play weitermachen, so. Hä? Wo ist mein Server? Bin ich gerade dumm? Wunderwelten? Muss mal. Achso, direkt der zweite. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Aber bitte als Ronix. Sonst passt das Passwort wieder nicht. Also, ich wollte. Scheiße. So. Dann gehen wir mal in den Fenstermodus. Ah, er ist runtergefahren. Yay. Kann ich mein Test beenden. Wuhu. Ah, ist das krank. Und wir sind von 75% Akku auf 63% Akku runter. Also das kurze Spielen hat 10% Akku rausgelutscht. Gut, wie gesagt, der Akku von diesen Samsung-Handys, die reichen eh nicht so lange. Also ist es auch keine Kunst, da 10% Akku schnell runterzuziehen. Aber... wollte ich an der Stelle mal erwähnt haben. So, wir wollen im Fenstermodus spielen. So, und du bitte einmal Vollbild. Danke. So, jetzt müssen wir wieder voll 60 FPS haben. Ach ja, wir waren hier bei unseren Feldern. Ja. Oh, Trauma werden wach. Gut, bevor ich aber hier irgendwas mache, wollte ich mal ganz schnell
bei uns zu Hause gucken. Weil, wie gesagt, mir ist da gestern beim Durchgucken der Videos aufgefallen, dass unser Haus scheiße ist. So richtig pervers. Scheiße. Dreck. Weil wir haben ja hier überall diese schöne Umrandung. Die haben wir hier aber gar nicht. Aber gut, wir gehen erstmal schlafen. Hast du gerade jemand on? Ja, 1 von 2 Spielern. Ein wunderschönes. Das war ein gutes Nickerchen. So. Genau, wir haben hier Steine und hier haben wir aber Dirt. Jetzt war ich erst mal überlegen, ob wir vielleicht hier wieder Dirt machen sollten. Das ging aber tatsächlich nicht, weil das sind die Steine, die man von hier unten sieht. Das ist die Reihe hier, die Reihe und die Reihe. Das heißt, man würde die von oben sehen. Wir müssen es also tatsächlich andersrum machen. Dass wir da, wo Dirt ist, Steine hinmachen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele sind denn das? Hier sind es einmal 6. Hier sind es 2, 3, 4, 8. Sind wir schon mal 14. Hier haben wir nochmal 6, sind also 20. Hier ist Stein. Hier ist auch Stein. Okay, also brauchen wir 20 Cobblestone Brick Dinger Gedöns. Wie viele haben wir denn? Ein. Ja, das ist nicht genauso viel wie 0, aber schon nah dran. 600. Oh, das geht ja. Oh, ey, nee, halt. So viel brauchen wir nicht. Dankeschön. So, dann brauchen wir noch das Replacement Tool, mit dem macht es einfach einfacher. Ja, whatever. Wo ist das Replacement Tool? Hallo, da. Warum ist das Ding auf Sand eingestellt, lol? So, dich kopieren. Ersetzen wir Linkklick, ne? Ja. Oh, da kommen wir jetzt natürlich nur schlecht ran. Ich korrigiere, wir kommen da gar nicht ran. Ich mache mal erstmal die Seite hier. Schon mal gut aus. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier die letzten beiden machen. Wenn ihr nicht hässliche Gras wäre, würden wir auch rankommen. Sorry. So. Damit haben wir alle 20 ersetzt. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir an die drei Erde rankommen. Sind die hier drin gelandet oder wo? Ja. Schon haben wir 20 Erde. Das geht doch vernünftig. So. Der Vorteil dabei ist, fällt mir jetzt gerade mal auf, müssen wir jetzt nicht auch hier die Dinger dann um abgebaut bekommen? Weil die waren noch genau, weil er da drüber war. Warte mal kurz, das müssen wir mal kurz überprüfen, warte mal kurz. Ich hole mal kurz eine Picke. Und dabei hole ich mir gleich noch einen Pickel. Übrigens eins weit unten. Unsere riesig große Anlage, die wir wahrscheinlich nie wieder verwenden werden. Eigentlich könnten wir hier mal richtig viel Stuff reinpumpen. Und dann mal schauen, was passiert. Auf 30 ist er eingestellt. Wow. Oh ja. Ich glaube, wir haben noch mehr als genug Uran. Fertigen Uran. Ich weiß gerade nur gar nicht, wie wir den gelagert haben. Achso, der ist noch hier drinnen, ne? Nee, das ist das Originale. Jetzt bin ich raus. Nee, warte. 3,5er? Ist das das... Doch, 3,5er ist das Fertige. Eben, 0,7 ist ja Original, oder? Ja, okay. Also haben wir doch unten schon sehr viel Fertiges. Gut, da könnten wir also den AKW doch wieder betreiben, wenn wir wollten. Sehr schön. Wo wollen wir eigentlich hin, sag mal? Ich bin raus, hier müssen wir doch hin. Alter, dieses Gebäude hat so viele Etagen. Ich fühle mich überfordert.
Ich möchte eine Gehaltserhöhung. So, wenn wir jetzt hier unbedingt abbauen. Ja. Oh. Jetzt können wir die Dinger abbauen. Das ist ja praktisch. Cool, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist ja herzallerliebst. Dann setzen wir dich mal dahin. Dahin. Geil. Schon sieht das Gebäude auch viel cleaner aus. Genau, da ist nämlich jetzt hier die Außenkante. Und die war nämlich früher auf Sturt. Deswegen mussten wir hier noch die Steirinnenreihe hinmachen, damit sie von innen nicht hässlich aussieht. Das ist ja praktisch. Wow. Wie ist das eigentlich? Das ist jetzt ein Paranull. Das ist auch Paranull. Ja. Paracetamol. So, jetzt gleich noch auf der anderen Seite. Und dann sind wir King of the Kings. Nice. Ja, cool. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die könnten wir eigentlich auch austauschen. Wenn wir gerade schon mal hier dabei sind, die alles zu verschönern. Gib mal ein bisschen Dirt hier. Ist ja hier wie bei Dirty Dancing. Tada! Wow. Wann habe ich in diesen 7 Minuten viel geschafft. Auf einmal sieht der Raum aus wie ein Raum. Und nicht mehr wie ein Zustand. Ich hoffe mal, das passt jetzt auch. Nicht, dass oben jetzt doch irgendwas falsch ist, aber eigentlich müsste oben alles passen. Weil die Steine, die ich gerade ausgetauscht habe, waren die unter den Steinen. Also die man hier nicht gesehen hat. Dass ich die nie ausgetauscht habe, verstehe ich gar nicht. Warum? Wie gesagt, bei denen dachte ich, dass es von draußen so sein muss. Ne? Da dachte ich, dass es mit dem Dirt richtig ist. Allerdings habe ich hier überall ausgetauscht, nur nicht an den Stellen. Ich weiß gar nicht, warum. Hatte ich das damals vergessen gehabt und dann gedacht, das soll so sein? Oder sollte das tatsächlich wirklich so sein und ich habe hier vergessen auszutauschen? Weil das wäre natürlich ein größeres Problem. Weil ich meine, ich verstehe sowieso nicht. Ich habe hier immer 2 Blöcke gemacht, damit ich von hier ein schönes Dach habe. Und von hier aber den schönen Boden. Hier habe ich auch 2 Blöcke gemacht. Aber die erste Etage, das Ding, ist nur 1 Block hoch. Ne? Vielleicht war das hier mein ursprünglicher Fehler. Weil wenn ich hier 2 Blöcke gemacht hätte, dann hätte man hier auf der Reihe von außen, also hier, Erde machen können, ohne dass man es von unten gesehen hätte. Weil da wäre hier noch eine Reihe verdeckt gewesen durch die zweite Schicht der Decke. Tja. Fragen über Fragen. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich einfach das gesamte Gebäude umbauen, einmal alles abbauen und alles einen Block weiter unter, darunter hinbauen, damit wir hier doppelte Etage haben. Ich meine, warum das letztendlich noch weiter in die Länge ziehen? Wir haben ja gerade mal über 400 Folgen. gut, man könnte natürlich auch andersrum das Haus da oben drauf einfach eine Etage höher bauen. Dann ist das noch ein bisschen, ja, wobei, nee, das würde nicht gut aussehen. So mit der, ne, mit dem Sockel hier unten sieht es ganz geil aus, aber wenn das Gebäude noch eins höher wäre, das wäre dann nicht mehr so geil. Das passt hier optisch alles nicht mehr. So ist es optisch extrem cool. Das macht so schon echt Fun. Na. Gut. Dann soll es mit der Folge auch gewesen sein. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Und dann, ja. Warum fehlt jetzt einmal Dirt? Ich habe noch Dirt unten hingebaut, ne? Dirt, ich komme! Hä? Hä? Was ist Dirt? Moment mal. Hat es jetzt hier eine Vakuumpipe aufgenommen? Nö, hat's nicht. Was ist denn mein Dirt hin? Bis noch 20 Dirt sein. Ich habe nur noch 19 Dirt. Jetzt bin ich verwirrt. Gut, da habe ich wohl gerade irgendwas kaputt gemacht. Und wenn wir nie herausfinden, was.
Gut, ich könnte mir das Video nochmal angucken und gucken, wo das Ding hin verschwunden ist. Ja. Ja gut, auf jeden Fall, das soll es mit dem Video dann erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir zu uns zu einem späteren Let's Play denn dann wieder. Bis dann.